Erster Modellierungsschritt, um mein Objekt erstmal grob zu definieren, ist es, den Mirror-Modifikator zu aktivieren oder überhaupt die Spiegelung zu nutzen, um halt immer nur eine Seite modellieren zu müssen. Wie mache ich das? Dafür gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Die mittlerweile durchaus übliche Methode ist, unter Edit Auto Mirror zu benutzen. Das hat man allerdings nur dann zur Verfügung, wenn man unter den Preferences das Plugin Auto Mirror aktiviert hat. Nur dann steht das hier auch tatsächlich zur Verfügung. Dann kann man einfach die Achse wählen und hier muss man immer vorsichtig sein, welche Achse ist es. Und der zweite Punkt, wo man vorsichtig sein muss, ist, das entspricht aber eher einer Vorliebe und in diesem Fall tatsächlich auch einem pragmatischen Ansatz. Ich speichere das jetzt als allererstes einmal, nämlich unter der Version. Ich habe jetzt die Version A00, das heißt zweite Version. Ich habe einen größeren Arbeitsschritt gemacht und möchte die Möglichkeit haben, dahin zurückzukehren, falls ich mich jetzt einfach verrenne in meiner Modellierung. Die Achse, um die ich spiegeln möchte, ist die Y-Achse. Die wähle ich als erstes aus. Und wenn ich jetzt Auto Mirror mache, dann habe ich für meine Arbeitsweise eine schlechte Wahl getroffen. Wir können jetzt unter den Plugins, unter den Properties sehen, dass der Modifier Mirror entsprechend parametrisiert, wie wir es hier angegeben haben, draufgesetzt wurde. Wenn wir jetzt in den Edit-Modus gehen und mal auf die Taste 3 drücken, um in den Face-Modus zu kommen, können wir halt sehen, dass wir die hintere Seite des Objektes als Modellierungsteil haben. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil wir auf die Art und Weise uns immer selber im Weg sind, weil wir nie an dem Objekt von vorne arbeiten können. Wir müssten also die Vorlage auf die andere Seite schieben. Ich persönlich bevorzuge es immer, auf der rechten Seite des Autos zu arbeiten oder überhaupt von solchen Objekten. Das heißt doch nicht von hinten, immer auf der rechten Seite. Das kann ich machen, das kann ich nur jetzt nicht mehr machen, weil jetzt ist der Modifier drauf und damit ist das Objekt natürlich kaputt und zerstört. So, jetzt kann ich das erste Mal mein alter Index zurückholen, weil das hier war jetzt einfach ein Irrweg, das war nicht richtig. Und ich mache das Ganze nochmal, diesmal mit dem Spiegelung Y wie gehabt, aber diesmal mache ich die Orientierung negativ. Und das hat jetzt zur Folge, dass wenn ich jetzt in das Objekt reingehe, das Objekt, das ich selektiere, auf der rechten Seite ist, also genauso wie ich es gerne hätte. Kann man natürlich auch alles manuell machen. Jetzt nochmal der manuelle Schritt. Der ist natürlich aufwendiger. Warum ist der aufwendiger? Weil ich muss jetzt in das Objekt reingehen, gehe in irgendeinen Modus, drücke Steuerung R, mache erstmal diesen Mittelschnitt und mit Modus 3 und Alt-Selektion der Faces auf der linken Seite lösche ich jetzt alle Flächen auf der linken Seite und setze jetzt den Modifikator Mirror drauf. Bild ist gut und Y Clipping an, damit wenn ich eine Fläche modelliere und die über die Mitte hinausgeht, dass eben nichts passiert. Wenn der Mirror Clipping nicht an ist, kann ich über die Mitte hinausgehen, was manchmal zu sehr seltsamen Effekten führt. Außerdem kann ich das Clipping dazu benutzen, um mein Objekt von vorne hundertprozentig linear zu machen. Mirror-Modifikator, ganz wichtig. Ab jetzt können wir halt unser Modell anfangen, vernünftig zu modellieren und gehen dann in den nächsten Schritt über, wie mache ich eigentlich mehrere Objekte und was habe ich dafür Möglichkeiten.